Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu einem, na, sagen wir mal, Sommergespräch. An meiner Seite der Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Patzl von der TU Dresden. Und wir wollen wieder mal ein bisschen die Lage in Deutschland, die politische Lage beleuchten. Unser letztes Gespräch ist schon einige Monate her, Professor Patzl, und da ging es noch um: Bekommen wir eine GroKo, bekommen wir keine, wird es eine Jamaika-Koalition, wird es überhaupt keine Koalition? Und Sie sagten bei diesem Interview, sollte die GroKo sich wiederfinden und so weitermachen wie bisher, wird es ein Mästungsprogramm für die AfD werden. Was sagen Sie denn jetzt im Nachhinein? Genauso ist es gekommen und das war auch abzusehen, denn in der Großen Koalition wird die CDU von der SPD auf genau jenem Kurs gehalten, welcher der CDU erhebliche Stimmenverluste an die AfD beschert hat und freilich auch die CSU heftig daran hindert, für die Union eine glaubwürdige Position aufzubauen. Und obendrein ist das ein Kurs, der die Sozialdemokraten weiterhin zerreißt zwischen jenen an ihrer Spitze und dem Funktionärschor, die sagen, der Kurs der nachgerade bedingungslosen Offenheit, der Freude über eine entstehende multikulturelle Gesellschaft, das ist genau das, wofür die Sozialdemokraten immer stehen, und jenen Kommunalpolitikern, einfachen Parteimitgliedern und insbesondere Wählern, denen es der Fall zu sein scheint, dass ein Sozialstaat die Grenzen eines Nationalstaates und eine Trennung zwischen Anspruchsberechtigten und Nicht-Anspruchsberechtigten braucht. Genau diese Leute stellen teils ihre Aktivität für die SPD ein und laufen andernteils bei den Wahlen zur AfD über. Und das ist das, was absehbar war und so auch eintritt. Jetzt hat man sich ja in den letzten Wochen wahrlich kräftig gefetzt zwischen den beiden Schwesterparteien CDU und CSU. Horst Seehofer hat einen kleinen Machtkampf geprobt. War es wirklich nur eine Probe, war es wirklich nur Theater? Es war ein echter Machtkampf, bei dem es um die Glaubwürdigkeit der CSU im bayerischen Landtagswahlkampf gegangen ist. Und es war ein Streit, der in der Sache sehr wichtig gewesen ist. Es hat aber die CSU einen großen Teil der möglichen für sie positiven Wirkung des Streites dadurch verspielt, dass sie sich nicht an den alten Grundsatz der Römer gehalten hat, dass man zwar in der Sache hart, in der Form aber weich und einladend sein muss. Die CSU hat es mit manchem Verbalradikalismus, also mit mancher Zuspitzung etwas weit getrieben und hat deswegen Federn gelassen, wo eigentlich viele gesagt haben, im Grunde will die CSU schon etwas Richtiges. Die Bayern werden demnächst wählen. Wie glauben Sie denn? Die Zahlen stehen jetzt sehr seltsam da. Also die absolute Mehrheit ist sowieso futsch und die Grünen haben profitiert davon. Wieso denn die Grünen? Das ist sehr leicht zu erklären. Angesichts dieses neuen gesellschaftlichen Großkonfliktes, wie soll es mit Einwanderung weitergehen, braucht es so etwas wie Nationen? Wie grenzt man ein Staatsgebiet und eine Solidargemeinschaft von Mitnutzenwollenden ab? Angesichts dessen vertreten einesteils die Grünen eine sehr klare Position. Wir wollen Einwanderung für jeden, der auf der Welt irgendwo verfolgt ist. Wir wollen niedrigschwellig sein bei der Zulassung ins Land. Wir wollen großherzig sein bei der Integration. Wir wollen nach Möglichkeit nicht abschieben. Und die andere klare Position vertritt die AfD. Wir wollen möglichst wenig Zuwanderung. Wir wollen möglichst effektiv Rückführungen veranlassen. Und zwischen diesen zwei in der Bevölkerung populären Positionen, nämlich populär ist die Position der Grünen, insbesondere bei den akademisch gebildeten Schichten, populär ist die Position der AfD, insbesondere bei den einfachen Leuten. Zwischen diesen beiden Schichten wird nun die etablierte Politik zermahlen. Das sieht man in 10 Jahren bestimmt deutlicher als heute, aber die Erosion bei der SPD, ihre Verluste sowohl an die AfD wie auch an die Grünen sind unübersehbar. Und bei der Union sieht man genau das Gleiche. Wir müssen ja irgendwann mal, glaube ich, wieder zu einer Normalität zurückkommen. Also was 2014 möglich war, ein gutes, ein friedliches Land, an dem alles, glaubte man, lief, zerstreitet sich derzeit. Also wir sind wirklich tief zerstritten, das Land. Es geht ein Riesengraben durch Ost und West und auch durch viele Familien wegen nur dem Thema Asyl. Und wenn gerade die Grünen ein buntes Deutschland wollen, oder ich darf mal den Herrn Schäuble zitieren, dass es ohne die Flüchtlinge ja sogar in Europa in Inzucht degenerieren würde, dann fragt man sich wirklich, in welche Richtung soll es gehen? Es muss ja auch bezahlbar sein. Also kann man nicht irgendwo einen goldenen Mittelweg, so wie er früher war, einschlagen? Die Zeiten, in denen wir unser Land
friedlich zu einem immer besseren machen konnten, zum Modell Deutschland, zu einem Land, in dem wir alle gut und gerne leben, diese Zeiten scheinen auf unabsehbare Zeit vorbei zu sein. Denn die Migranten, die gekommen sind, sie werden nicht wieder gehen und sie werden sich in die Gesellschaft nur höchst unzulänglich integrieren. Wir beobachten, dass auch die dritte Generation von Migranten nicht im Lande so richtig integriert ist, sondern ganz im Gegenteil ihre eigenen Wurzeln neu entdeckt. Das heißt, auf die Dauer wird die deutsche Gesellschaft eine zerrissene, eine ethnisch zerrissene sein. Die ethnischen Konflikte werden sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit sozialen Konflikten verbinden. Auf der politischen Ebene wird erbarmungslos die Kritik an der Zuwanderungspolitik gleichgesetzt mit Rassismus, mit Faschismus, wird also bekämpft. Infolgedessen wird sich unsere Gesellschaft immer weiter polarisieren. Am Schluss werden AfD und Grüne die Hauptgewinner sein. Die SPD wird zerfleddert sein. Die Union wird erhebliche Federn gelassen haben. Und in 10 Jahren wird man sich fragen, musste das wirklich so kommen? Und die Antwort wird sein, aufgrund von politischer Uneinsichtigkeit, von mangelndem Weitblick, von politischen Fehlern, musste es wohl so kommen, wie bei einem Verkehrsunfall, den man eigentlich auch hätte vermeiden können. Man glaubt ja auch zurzeit, dass sich gerade die EU fast ein bisschen wieder auflöst. Das ist nicht der Brexit, sondern das sind die vielen eigenen Meinungen der Mitgliedstaaten, die sich auch diese Asylpolitik der Deutschen nicht überstülpen lassen wollen. Wird es denn dort irgendeine Lösung geben? Aber selbst die Franzosen machen jetzt einen eigenen Weg und auch die Spanier sind wohl nicht die verlässlichsten Partner. Die Zerrkräfte, die derzeit auf der Europäischen Union lagern, sind mit die übelste Begleiterscheinung der fehlerhaften Migrationspolitik des Jahres 2014 und 2015. Die Hoffnung, ausgesprochen sogar, war, am deutschen Wesen wird Europa genesen. Alle sollen sich gefälligst an Deutschland ein Beispiel nehmen und Flüchtlinge aufnehmen, und eine Garantie, dass man den Flüchtlingszustrom begrenzen könnte, die könne man nicht geben, denn das ginge nicht. Infolgedessen haben sich osteuropäische Staaten gesperrt, die skandinavischen Staaten haben sich abgeschottet, die Briten verlassen die Europäische Gemeinschaft. Derweil zeigen die Italiener, dass man sehr wohl die Zuwanderung stoppen kann, indem man sich einfach weigert, Zuwanderer aufzunehmen. Zeigen die Spanier, dass man die Fehler der Deutschen durchaus nachahmt, um am Ende den gleichen Katzenjammer zu haben. Und zeigen die Franzosen, diplomatisch geschickt wie sie sind, dass man zwar auf dem Papier für Europa und Offenheit sein kann, aber dann faktisch ganze Bus- und Zugladungen von in Spanien angelandeten an den Grenzen postwendend wieder nach Spanien zurückschicken. Kurzum, Europa fängt an zu zerfallen aufgrund einer Migrationspolitik, die so tat, als würde sie keine realen Probleme auslösen und als könne Deutschland einfach diktieren, was die anderen europäischen Staaten als vernünftige Politik schlicht und ergreifend zu akzeptieren hätten. Und all diese kleinen Bausteine müssten doch eigentlich dazu führen, dass gerade die Macht einer Angela Merkel irgendwann doch wirklich sichtbar bröckelt. Aber sitzt sie das wieder aus? Ist das einfach so zu machen? Die Macht der Kanzlerin hat ja schon ganz offenkundig zu bröckeln angefangen. Ihre Popularitätswerte sind drastisch abgesunken. In der letzten Popularitätsskala der Forschungsgruppe Wahlen rangierte sie bei allen Deutschen nur noch auf dem 3. Platz, was vor 4 Jahren, vor 3 Jahren sogar noch ganz undenkbar gewesen wäre. In der CDU musste sich sogar eine Union der Mitte als Unterstützerverein der Kanzlerin aufstellen, um die Kanzlerin gegen die Werteunion sozusagen in Schutz zu nehmen. Die SPD verweist immer öfter darauf, dass die deutschen Probleme doch ganz wesentlich von der CDU-Vorsitzenden verursacht worden wären. Und keiner im Lande geht im Grunde doch davon aus, dass diese Koalition bis an ihr vorgesehenes Ende tatsächlich zusammenhält, sondern jeder erwartet, dass sobald die SPD Kassensturz macht, wie vereinbart in der Mitte der Wahlperiode, dass dann die SPD zum Ergebnis kommt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und ein solcher Ausstieg der SPD aus der Koalition würde unweigerlich das Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels nach sich ziehen. Aber gerade auch diese skandalösen Vorfälle, die aufgeklärt worden sind beim BAMF, die von oben ja beeinflusst worden sind, die müssen doch das Ding irgendwo ein bisschen beschleunigen. Also wir haben ja volle Fahrt aufgenommen in eine ungewisse, sehr ungewisse und auch sehr unschöne Zukunft. Kann man denn den Zug nicht irgendwo abbremsen?
Man kann den Zug abbremsen. Die Italiener führen derzeit vor, auf wie drastische und im Einzelfall sehr ungerechte Weise der Zug zu bremsen ist. Und die Spanier werden binnen eines Jahres ganz gewiss die Probleme, die sie sich bis dahin aufgehalst haben werden, dadurch zu verkleinern versuchen, dass sie dem italienischen Beispiel folgen. Es ist schon so, dass man gegen Migration, die unerwünscht ist, eine ganze Menge machen könnte. Aber bislang fehlte der politische Wille. Er fehlte deswegen, weil die Kanzlerin und die Grünen und die Sozialdemokraten nicht eingestehen wollten, dass sie 2014 einen Fehler machten, indem sie so taten, als könne die einmalige Aktion, in Ungarn Gestrandete nach Deutschland zu holen, sozusagen eine neue Grundrichtung deutscher Migrationspolitik sein. Obendrein erweist es sich im Rückblick, dass die Kanzlerin sehr gut darin ist, auf den Wogen der öffentlichen Meinung zu surfen. Erst wenn diese sich noch mehr ändert, als sie sich bislang schon geändert hat, wird das die Handlungen der Kanzlerin stärker beeinflussen. Und obendrein rufen jetzt viele Beteiligte, haltet den Dieb. Im Innenministerium sitzt ein CSU-Politiker. Wahrscheinlich ist der schuld an alledem, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Da kann ich aber trotzdem die Haltung der Grünen nicht verstehen. Die haben ja vehement gekämpft doch für die Rechte der Frauen in Deutschland und lassen jetzt wieder zu, dass es viel Frauenehen gibt, dass Kinderehen erlaubt sind. All das sind ja Dinge, die man in Deutschland überhaupt nicht sehen wollte. Das ist so und das gehört zu den Inkonsistenzen politischen Handelns und politischen Denkens. Im Hintergrund steht sozusagen der Liberalismus, der bis zum Ende durchdekliniert ist. Das Einzige, was zählt, ist das Individuum und sein Anspruch auf Selbstverwirklichung. Frauen haben das Recht, sich selbst zu verwirklichen. Wenn aber muslimische Männer für ihre Selbstverwirklichung viele Frauen brauchen, ja, dann haben die auch das Recht. Solange es nicht deutsche Männer sind, geht es ja. Und dann kommt eine Art kulturalistischer Rassismus ins Spiel. Das, was deutschen Männern abzuverlangen ist, nämlich sich mit einer Frau zu begnügen und sie auch gut zu behandeln und voller Respekt mit ihr umzugehen, das sei muslimischen Männern im Grunde nicht zuzumuten. Sie seien von ihrer Tradition her anderes gewöhnt. Und wie könne man einen Menschen, der gerade in Deutschland Freiheit und Selbstbestimmung sucht, daran hindern, diese in Auslebung seiner bisherigen Kultur hier zu finden? Das ist nun freilich etwas sehr stark zugespitzt und ironisiert und nicht ohne Sarkasmus. Aber solche Widersprüche im politischen Positionsbeziehen kommen eben vor und an dieser Stelle eben besonders deutlich bei den Grünen. Was glauben Sie, wie lange wird das unser Sozialsystem, unsere Rentenkassen durchhalten, bis alles zerkracht? Nachdem wir ein reiches Land sind und viel Fett angesetzt haben und nachdem wir über Steueraufkommen lange Zeit die maroden Rentenkassen finanzieren können, kann es schon noch 10, 15 Jahre dauern, bis die Mehrheit begreift, dass die sichere Zukunft der deutschen Rentner, der jetzigen, weniger als der kommenden, aufs Spiel gesetzt worden ist, dass der deutsche Sozialstaat übernutzt worden ist und dass am Ende von jahrzehntelanger Aufbauarbeit im Grunde ein abgeweidetes und sich selbst aufgegeben habendes Land steht. Letzte Frage. Die Flüchtlinge oder die Umsiedler, will ich sie mal nennen, nehmen einen langen Weg, einen gefahrvollen Weg auch auf sich, zum Beispiel aus Syrien hierher zu kommen. Warum nehmen denn zum Beispiel Länder wie Saudi-Arabien keine Flüchtlinge auf? Das ist ein ganz kurzer Weg und es sind Glaubensbrüder. Müsste das nicht das Gebot der Nächstenliebe sein, einfach auch dort Flüchtlinge aufzunehmen? Aber die weigern sich ja strikt. Es wäre schon naheliegend, dass nicht nur Jordanien, das hier sehr viel Gutes leistet, dass nicht nur der Libanon, der hier sehr viel Gutes leistet, dass nicht nur die Türkei, die hier sehr viel Gutes leistet, Geflüchtete aufnehmen und im eigenen Land beherbergen. Immerhin können Staaten wie Saudi-Arabien im Geld schwimmen und hätten überhaupt keinerlei Beeinträchtigungen ihrer Wohlfahrt, wenn sie mehr Geld für muslimische Geflüchtete ausgeben. Es können Staaten wie Katar für Fußball-Weltmeisterschaften vollklimatisierte Stadien für Zehntausende von Menschen schaffen. Auch dort könnte man sich mehr für Geflüchtete engagieren. Aber die vorherrschende Wahrnehmung ist die, es sind die westlichen Staaten, es ist der Kolonialismus, der an den ganzen Problemen schuld ist. Es ist Israel, das an den Problemen schuld ist. Eine sozusagen Gründung westlicher Staaten der arabischen Welt sozusagen ins Fleisch eingepflanzt. Infolgedessen möchten sich die Schuldigen an diesen Zuständen auch um die finanziellen Folgen kümmern. Das ist eine Haltung, die historisch nicht gerecht und die aktuell bezogen menschenverachtend und auf alle Fälle verantwortungslos ist. Kann die junge Generation noch sorglos in die Zukunft blicken in Deutschland? Was glauben Sie, wer jetzt 3, 4, 5 Jahre alt ist, was wird denn erwarten eines Tages? Diese
Diese Fragen sind immer schwer zu beantworten. Schauen Sie, wenn man gefragt hätte im Jahr 45, 46, 47, kann die junge Generation unbesorgt in die Zukunft blicken? Die Aussage hätte sein müssen, nein, Deutschland ist ein moralischer und physischer Trümmerhaufen. Und dann kam das Wirtschaftswunder und bescherte jenen, die in den späten 40ern, frühen 50er Jahren geboren sind, ganz wunderbare Lebensläufe. Das heißt, wir können es nicht wissen, wie es weitergeht. Aber eine Garantie, dass alles immer besser und schöner wird, lässt sich nicht geben. Und man kann nicht einmal mehr garantieren, dass die Gesellschaft, so wie sie jetzt stabil und zusammenhängend da ist, überhaupt noch in dieser Weise funktionieren wird. Und folglich kann man auch keinen stabilen Sozialstaat in Aussicht stellen. Und das wird erhebliche Gefährdungen der demokratischen Legitimität und Stabilität nach sich ziehen. Der derzeit aufkommende Populismus quer über Europa ist lediglich jene Schwalbe, die einen ganz gewitterdurchtosten Sommer herbeiführen wird. Die Prognosen, die Sie aus rein wissenschaftlicher Sicht gegeben haben, nicht eintreffen oder sehr spät? Wir werden schauen. Ich würde mich am meisten darüber freuen, wenn ich Unrecht hätte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.